Fängt ja gut an, ein Sturm. Wetten, so ein Blitz trifft gleich das Boot? Na? Was sag ich? Na klar, eine Insel. Ist ja nur eine Einsame. Und natürlich wird man von einem Mädchen gefunden oder von einer Frau oder was auch immer. Wie klassisch. Wenn ihr wacht nicht auf. Ist das dein Ei? Ja, das ist ein Ei. Lol, ein Ei auf dem Berg. Lol. Okay, zugeben, die Überraschung war gerade etwas vorgespielt. Das ist natürlich The Legend of Zelda Link's Awakening. Und denke ich, fange einfach mal an. Falls jemand fragt, warum ich jetzt hier mal was anderes aufnehme außer Elsword, nun, ich gucke mir ganz gerne Razers The Legend of Zelda A Link to the Past an. Wo ist das N? Oh, da ist das N. Und da ihr so absolut oft failt, dachte ich mal, ich beweise mal, dass man auch Zelda besser spielen kann. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Oh ja, er ist endlich aufgewacht. Gott sei Dank, ich dachte du, was nie mehr auf? Was, Zelda? Nein. Jetzt stört. Jetzt wird man mitten in der Aufnahme natürlich wieder gestört. Marina, du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Mal sehen. Hoch, runter, links, rechts. Ja, funktioniert. Okay, los raus hier. Warte. Hey Kleiner, wo willst du denn hin? So schnell hin. Ich habe hier noch etwas für dich. Was, echt? Geschenke? Geschenke nehme ich aber. Endlich bist du wieder auf den Beinen, Link. Heiße übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf dem Rückseite von diesem Schild hier. Yay, ein Schild! Du hast dein Schild wieder. Ja gut, dass wir den Knopf gedrückt hatten können, habe ich jetzt gedacht. Mir gedacht. Und wo sind meine Rubine? Komm, Leute, ich hatte 500 Rubine. Die habt ihr bestimmt gestohlen. Her damit. Los, los, los. Ach, Gemeinheit. Das ist ein Kettenhund. Ein Kettenhund. Ja. Mario-Referenz. Okay. Ein Brunnen, da brauche ich erstmal ein Schwert. Hui. Runter. Runter. Hi, Gegner. Warte mal. Ah. Dumm. Schubs, 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 schubs. Und weiter schubsen. Die kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die sind aus Kirby, oder? Okay, die kommen ja aus The Legend of Zelda auch bekannt vor. Ah, das ist Schwert. Schwert, 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 Schwert. Wer damit? Die Eule kann ich auch. Es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster auf der Insel so aufgeregt sind. Ja, tut mir vollkommen leid. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken. Windfisch? Kann man das essen? Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Das ist irgendwie doof. Solltest du in Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Ich muss lesen lernen. Ja, gut. Ohne Schiff wird es sowieso schwer, also machen wir das mal. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen Link darauf zu lesen. Wo ist da auf dem Schwert wieder der Name Link? Ich habe ein Schwert. Warte mal. Jo, ich glaube, meiner ist länger als Razors. Meines. Das Schwert. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Zack. Zack. Ah, geht doch. Zack. Zack.
Das geht auch schon viel, viel schneller als vorher. Hopp. Und hopp. Rubine, Rubine, Rubine. Muss ja irgendwie die 500, die sie mir geklaut haben, wieder reinkriegen. Hoha. Ja, Rubine. Rubine. Ja, gegenüber Razor bin ich nicht so herzgeil. Rubine, Rubine. Ich bin Rubingeil. Aha. Ein Götterhorn. Es reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Uhu. Und dazu drin eine sehr, sehr nervige Musik. Ich glaube, die Dinger sammle ich lieber nicht mehr auf. Die Musik ist weg. So, das würde mich doch jetzt sehr wundern, wenn nicht. Okay, Herzteil Nummer 1. Hm. Wo ist die Treppe hin? Eine Treppe in einem Brunnen. Brunnen haben Treppen? Hm. Lass mich raten, Zauberwald. Sag ich doch. Schauder, aha. Da ist schon wieder diese Eule. Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keinen Karte finden. Wer hätte es gedacht? Kein Weg führt zur Außenwelt. Gut, ich habe eh keinen Mut, also führt eh nichts zur Außenwelt. Erst wenn der Windfisch wach ist, was ist ein Windfisch, kannst du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kokolind herrschen andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen, um den Windfisch aufzuwecken. Musst du einiges erleben. Bla bla bla. Oh, warst du schon im Wurmpalast im Süden der Stadt? Nein. Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Was denn? Ist er Gott oder was? Hey, Gegner, Gegner, Gegner. Oh. Die sind nicht beim ersten Mal K.O. Böse Gegner. Böse Gegner. Böse, böse, böse Gegner. Böse Gegner. Böse Gegner. Ey, was ist das denn? Ein Waschbär? Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel. Na, sag ich doch, es ist ein Waschbär. Was Staub betrifft. Okay. Hey, du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Hey, verlaufen. Hm. Okay, ich mag Waschbären nicht. Ja? Waschbären sind blöd. Hm. Husch. Ey, der hat auch ein Schild. Ein Schwert. Schön viele Herzen. Ich glaube, Razor würde neidisch werden. Komm mal da rein. Zack. Sieht man auch so gar nicht. Zack, zack, zack. Ah, zack, zack. Zack, zack. Jeep. Okay, doch. Du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Ja, 10% schon mal wieder. Bah. Blobs. Nein, die Musik ist mir zu nervig. Schieb. Schieb. Sehr schwer. Das sieht aus wie ein Pilz. Du hast eine Schlummermorschel gefügt. Beim Hochheben verspreitet sie ein fauliges Aroma. Okay. Du hältst die Schlummermorschel nach oben, aber nichts passiert. Dessen verbreitet sich ein fauliger Geruch. Aha, ja gut. Glatscher-Effekt. Wieder rein. Und, zack. 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 Wow, Pro-like. Komm, komm. Autsch, autsch. Nein, ich werde jetzt nicht nach Herzen schreien. Nein, werde ich nicht. Verdammt. Stirb. Stirb, 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 stirb. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Nein. Oh, aber dafür sieht man sie. Hack, zack, 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 zack. Link kann auch sehr gut Gärtner werden. Deswegen wahrscheinlich auch die grüne Kleidung. Boom. Boom. Ja. Boom. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Zack, 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 zack. Wow. Die Musik ist trotzdem nervig. Hm, oben, unten, rechts. Ach ja, unten lang. Ah!
Hey, ein Hexenhaus. Hexen mögen Pilze. Ah, ich werde daraus etwas machen. Juhu. Zauberpulver. Komm, gib mir das Zauberpulver. Da-da-da-da. Das Zauberpulver gehört nur dir. Probiere, was du damit aufspüren kannst. Quatsch. Juhu, andere Leute haben Lampen, ich hab Zauberpulver. Naja, wenn ich keins mal hab, kann ich mir etwas bei dir holen, ganz genau. Wahrscheinlich auch noch gegen Geld. Alle geizig. Brauchen wir erstmal nicht. So, Zauberpulver, Staub. Ja, der Waschbär mochte keinen Staub, weil er aber Zauberpulver mag. Alle hopp, alle hopp. Weil dieses Power-Ding war nicht unnützlich. Sportzeit. So, da kommen wir hin, wenn wir den Waschbär machen. Und ich werde mal da drin, ist der Schlüssel. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Okay. Doing. Ah, die schießen Pfeile. Wieso Pfeile schießen? Nein, die hebe ich nicht auf. Niam. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Niam, niam. Ah, komm. Yay. So, einmal bitte niesen. Okay. Dieser Zauber hat einen sehr interessanten Effekt. Nee, das ist doch der Dieb, der meine Rubine geklaut hat. Ich meine, mir das Schild gegeben hat. Er hat den Pilz gegessen und dann hat er sich in einen Waschbären verwandelt. Okay. Kinder, keine giftigen Pilze essen, sonst verwandelt ihr euch auch böse Waschbären, die gerne Leute den Waldern verlaufen lassen. Du hast den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Nein. Das ist schon wieder diese Eule. Ich will Eulen braten. Du nimm die Schlüssel und geh damit zum Wurmpalast und suche dort noch ein Musikinstrument. Der Windfisch wartet bereits. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das hat 8 Instrumente, 8 Tempel. Da kann aber noch eine Weile warten, der Windfisch. Verdammt. Komm, hau tot. Komm, hau tot. Hau tot. Geht doch. Ui, 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 ui. Ich will die Feder haben. Kann ich ja nicht springen. Ja, mal so glatt zur Info. Dieses Spiel war, glaube ich, eines der ersten Zelda-Spiels, die ich selber mal gespielt habe. Also ich kenne mich ein wenig aus, deswegen wusste ich auch, wo das Schwert ist. Yay! Und zum Beispiel weiß ich auch, dass man im ersten Palast die Feder bekommt. Mein absolutes Lieblings-Item. Weil da kann man springen. Springen! Hey, komm. Hau ab. Und zack. Abwärts. So. Und klick. Und da drin ist der Wurmpalast. Du kannst hier einfach Würmer darstellen. Das ist wie ein Skorpion. Na, wie auch immer. Denn der Wurmpalast, den machen wir in der nächsten Folge. Also, bis denn.